Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Heat auf meinem Kanal. Ja, wir haben gerade hey, die Anna gehört. Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Wayne Herausforderung für dich. Das ist mir gerade mal Wayne. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. So, hier. Tritt gegen Oscar an. Ja, die Arme, ihr Auto ist weg. Das hat sich der Shaw wohl gekrallt. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gegen Oscar fahren. Im brandneuen Lancer Evo. Das erste Rennen, glaube ich. Wir sind ja nur ein Drift-Rennen gefahren und da diese komischen Time-Trial. Mal gucken wir mal, wie der sich so in einem normalen Rennen schlägt. Glaubst du, dein Sieg über die Speedboys zählt irgendwas? Die Penner sind ein Scheiß gegen mich. Genau wie du. Los geht's. Wir sind halt extremst drüber. Fertig machen. Über den Anforderungen. Und der hier ist auf Grip gebaut. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Aber eigentlich bin ich mehr so der Drifter. Einfach voll drauf. Ja, wir sehen schon. Ich kann's halt nicht so gut. Oscar. Ja, wenn's gar nicht läuft mit dem Wagen, dann werden wir den auf Drift. Der Sound ist halt echt geil von dem. Glück beim Start heißt noch gar nichts. Ja, ich weiß. Viel zu hart in die Bremsen gegangen. Da muss ich halt erstmal noch ein bisschen klarkommen drauf. Ich werde es jetzt nicht direkt nach einem Rennen schon ausstellen oder umstellen. Ach, lieber die Handbremse ziehen, bevor wir hier noch einen Kilometer weiterfahren. Mit Level 19 schalten wir auch neue Parts frei. Ein Haufen neuer Parts. Gucken, auf was für eine Wertung wir den dann bekommen. Aber wir sind halt, wie gesagt, extrem über den Anforderungen. Das sind 200er Rennen. Ich glaube, wir sind auf 245. Noch ist das nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, ob man das Rennen auch bei Tag fahren kann. Das war auf jeden Fall verfügbar. Komm oder ob dann schon. Da der Night Switch kommt. Ich bin einfach auf die Nacht, weil wir brauchen eh ein bisschen Rap. Die Cops sind voraus. Das war nur Glück. Darauf kannst du. Tritt gegen Oscar an, abgeschlossen. Gute Neuigkeiten. Yes, so kann's weitergehen. Du weißt, wo du hin musst. Dein nächster Gegner wartet schon. Oh, wo müssen wir denn da hin? Boah, hier runter. Ah, wir können aber die Schnellreise benutzen. Oh, keine Ahnung, welcher da näher dran ist. Wir nehmen den hier. Ja.
Ich habe nur vergessen, die Nachtherausforderung auszuwählen. Das war ein bisschen blöd. Ich bin mal gespannt, was mit Anna passiert, ob die ein neues Auto sich holt oder ob wir irgendwie an ihren 350Z wieder rankommen. Ah, das war nicht gut. Nari, okay. Tritt gegen Nari an. Ist es ein Er oder eine Sie? Hab gerade mit Oscar gesprochen. Er ist total traurig. Und das wirst du auch gleich sein. Okay. Das ist wieder unser Stalker hier am Auspuff. Ist auf jeden Fall sehr hartnäckig. Na, sorry, dass es hier nicht das beste Gameplay ist, aber ich bin kein Crip-Fahrer. Da vorne ist aber sehr rot. Wollen hier jetzt alle mitmischen? Das waren einige Cops, die da waren. Diesmal kenne ich allerdings ihre Tricks. An alle Einheiten. Wir haben die Zielperson von vorhin gesichtet und die Verfolgung wieder aufgenommen. Autsch! Sie haben auch zur Sucht nach dem Fahrzeug. Nicht weit gekommen sein. Meine Güte, ich fahre einen Schrott zusammen. Ich hab mich schon gefragt, wo die Trottel bleiben. Na, wenn das nicht unser Mistkerl ist. Unser Mistkerl, wie sich das anhört, ey. Wenn das nicht unser Mistkerl ist. Also komm schon. Diesmal schnappen wir sie euch. Ah, sie klebt mir halt echt am Arsch, ne? Ich habe keine Ahnung wohin. Ich sehe keine Minimap. Na, wenn das nicht unser Mistkerl ist. Nicht in die Garage. In die Garage sag ich. Nicht in die Tankstelle.
So. Ah, okay. Muss noch vor den Cops fliehen. Zwei habe ich. Wie viele sind's noch? Ha, nur noch eine. Ihr Name ist Jordan. Sie ist gut. Wie wär's, wenn du mitfährst? Sicher? Du darfst doch unseren Sieg nicht verpassen. Stimmt auch wieder. Wir treffen uns dann da. Sehr cool. Dann holen wir sie mal ab. Wir machen das jetzt auch noch im Anschluss. Ich gebe da jetzt gar nichts drauf. Heat Level 1. Dann holen wir die gute Anna mal ab. Wie sie sich gefreut hat, dass wir sie eingeladen haben. Autsch. Haben wir endlich mal wieder ein bisschen Kampagnenfortschritt. So. Starten, Heat zurücksetzen. Solange meine Punkte da nicht drauf gehen. Okay, Duelle kann jeder. Machen wir es doch interessanter. 3 gegen 1? Echt fair. Ihr könnt's auch sein lassen. Bin mir sicher, die League wird das bestimmt verstehen. Du hast schon 2 besiegt. Du schaffst auch 3. Deine Nacht wird gleich richtig beschissen. Ja, sie sitzt halt echt mit dem Auto. So. Yes, wir sind vorne. Cops vor uns. Okay, ich soll eben auf die Hand. Hey, die Loser in Blau sind da. Die Pfeife hier geht mir echt auf die Nerven. Ich zeig dir mal, was passiert, wenn man sich mit der falschen Crew anlegt. Was mit den Speed Boys? Und was für ein Magen fährt die 4-Person? 4-Person fährt ein Mitsubishi Evo 10. Ich hol mir die Führung schon noch! Wart's ab! Einen Evo 10 fahren wir. Ich freue mich, dass er das sagt. Wo sind denn die Speed Boys? Was hast du denn gedacht? Geil. Und die Cops warten am Ziel. Das nenne ich einen Sieg in Unterzahl. Alles, was zählt, ist der Platz in der League. Und wir sind weiter im Rennen. Ja, noch. Hunger? Ich hab Hunger. Lass uns was essen. Auf. Jojojo. Sieh mal, wer da ist. Scheiße. Sollen wir abhauen? Auf keinen Fall. Was hat die vor? Shit. Oh shit. Shit, 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 shit.
Ich hasse es zu warten. Und ich dir beim Essen zuzusehen. Voll der Assi. Oh shit. Was zum Teufel? Das kommt nur von den Erpressungen? Das fühlt sich an jetzt ohne Scheiß wie Weihnachten. Oh, und ich habe vielleicht den Preis erhöht. Hey, übertreib es bitte nicht, sonst fliegt uns alles um die Ohren. Der Boss sagt, ich soll Druck machen, deshalb mache ich das auch. Er vertraut mir. Gut, wie es aussieht. Seid ihr beide komplette Vollidioten. Pass besser auf dich auf, Torres. Ich und der Boss kennen uns schon länger, als es dich gibt. Glaubst du wirklich, er ist dein Freund? Das ist irgendwie traurig. Sei bitte vorsichtig. Zwei Räder sind ein Scheiß gegen vier. Der Typ ist so Psycho. Bye. Mal gucken, wann er das bemerkt, ey. Ich bin total voll. Ich auch. Machen wir für heute Schluss? An alle Einheiten! Oh je. Wo fahren wir denn am besten lang? Überall sind sie. Ah, hier ist nur einer. Und hier sind drei Tankstellen direkt. Wir fahren lieber hier hin. Sonaris hat mir den Lack versaut. Durch Hemp Westside. Ich glaube, das heißt ja. Ich find's immer noch unfassbar, mit wie viel Geld der offenbar durch die Gegend fährt. Wenn man eine Marke hat, kann einen wohl niemand. Ja moin, der ist abgebogen. Das sieht schon mal gut aus. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ah, hier. Ja, das war ja mal eine gute Flucht. 3 von 3. Du kommst voran. Hä? Was mit meinem anderen Rap passiert? Jetzt grünes Licht für neue Teile. Geil. Sieh dir mal an. Sehr, sehr geil. Nur leider haben wir echt wenig Geld. Oh, Motorswap können wir auch machen. Ich kenne mich mit Motoren halt echt gar nicht aus. Yo, wie viel denn noch? Gehen wir mal rein hier. Gucken wir mal. Nitro mit 23. Turbo mit 27. Hier haben wir super. Das Ding kostet 18,5 und bringt uns nur 4 Punkte nach oben. Ja, das wird wahrscheinlich bei allen Teilen so sein. Hier gibt's gar keinen
Racing-Differential mehr? Ist halt das günstigste. 5 Wertungspunkte. Fangen wir einfach hier an. Neue Kurbelwelle. Rinde mit. Steuergerät. Jetzt reicht's knapp nicht mehr. Streckendifferential. Gehen wir halt noch weiter auf Straße. Würde ich halt fast ungern machen. Vorerst jedenfalls. Beziehungsweise, wir können ja eigentlich mit was anderem wieder gegenwirken. Ein bisschen mehr Richtung Offroad wieder gehen. Na komm, wir nehmen das mal. Okay, ich glaube, es gibt gar nichts mehr dann. Das ist very interesting. Offroad-Reifen, ja. Sei es drum. Track-Reifen, Rally. Ja, gehen wir halt voll auf Rennen und Straße. Was soll denn das? Ich baue mir jetzt hier bestimmt kein Rally-Fahrwerk oder so ein, wo wir wieder langsamer werden, laut Wertung. Packen wir das hier noch drauf und dann sind wir eh so gut wie blank. Hatten wir hier hinten jetzt eigentlich noch was freigeschaltet? Nitro-Aufhellung. Gut. Das ist nicht schlecht. Schadensreduktion. Cool. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir haben die Speed Boys bekämpft und besiegt. Anna hat sich an Shaw gerecht und hat ihm was Schönes auf die Seitentür reingekratzt. Ja, ich hätte gerne sein Gesicht gesehen, aber das konnten wir leider nicht sehen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du nichts verpassen willst, darfst du mich gerne abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh, geht ganz schnell. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.